herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Wir sind auf der Suche nach dem Hausmeister. Und ich wette sehr viel, dass ich jetzt nichts wette. Ich hätte jetzt gewettet, dass hier wirklich noch wieder welche kommen. Hä, aber seit wann kommen hier keine mehr? Voll gut? Voll gut! Nee, das ist falsch, ne? Warte, warte, warte. Powerplan ist falsch. Ja, natürlich waren wir da schon drin. Das wäre auch komisch, wenn nicht. Hey du Penner. Na gut, dann war's doch richtig. Hä? Hoffe ich mal. Ey du Hauptsau. Ey Hauptsau. So. Wo geht's hier lang jetzt? Hausmeisterbüro. Ah, sehr schön. Ah, nee, falsch. Hier ging's rein. Kein Arti. Wo ist er? Ah, der ist doch im Urlaub. Und hat uns was dagelassen. Was für ein Chaos. Rede mit den Pflanzen. Okay. Dann hier. Okay. Beseitige die Verstopfung schon wieder. Noch mehr Fungus. Ah. Jetzt ist dieser Junge weg, sagt der Sohn von Aniki Terti. Mein Assistent wird weiterarbeiten und das Haus erhalten. Nomille Lomps. Urlaub Homps. Wie kann hier überhaupt jemand raus, solange das Gebäude versiegelt ist? Und auch noch in Urlaub gehen? Hi. Ich dachte, das ist zeitlich begrenzt. Uiuiui. Ja, das war nicht so geil. So, also genau vor ihm das zu verlieren. Oh Gott. Alter, das hat mich gerade voll geblendet. Naja, dann. Cheerio. Hier nicht weiter, okay. Ah, da unten. Los geht's. Ja.
Wie so eine kleine Ballerina. Ah. Da ist doch ein Kontrollpunkt. Super. Sehr gut. So, dann wollen wir mal schauen, was es hier gibt. Beschwerde über den Hochofen. Der Hochofen, warum dürfen wir darin keine veralteten Papiere verbrennen? Er scheint mir Verschwendung eines absolut guten Feuers zu sein. Ich will nur ein bisschen Geld und eine Menge Aufwand sparen. Das gefällt Anzugstypen doch, oder? Also normalerweise. Womit wird der Hochofen denn befeuert? Und wer ist überhaupt dafür verantwortlich? Er ist immer an, aber ich sehe niemanden, der sich darum kümmert. Und das Geräusch, das er macht, ist das nicht ein wenig, ich weiß nicht, unnatürlich? Ich meine, ich kann doch nicht der Einzige sein, der dieses komische Keuchen oder was das ist, hört. Doch. Jemand sollte das Ding mal ansehen. Es ist vielleicht an der Zeit, ihn zu ersetzen. Ich mag nicht beobachtet zu werden. So, weiter geht's. Richtung Sonnenuntergang. Hier drin ist der Fungus auch. Da schießt mich hier. Ach, jetzt ist der Fungus hier drin. Ich glaube, ich muss dahin. Hey, was machst du denn hier? Schäm dich. Alter, die machen ja voll viel Damage. Ich schaue erstmal, was ich hier mache. So. Ja, das ist. Ja. Ist nicht schlecht. Ja, das gepanzert brauche ich eigentlich nicht. Beim Schweben brauche ich auch nicht. So. Ladergeschossgeschwindigkeit. Brauche ich nicht. Das ist ein Einser. Brauche ich auch nicht. Stichschaden bei 28% ist nicht viel. Das ist auch nicht so. Feuerrate plus 30%. Ja, Zoom brauchen wir nicht. Geschossstreuung. Nachladegeschwindigkeit ist auch nicht so verkehrt. Der lebt ja immer noch. Der lebt immer noch. Ja, wahrscheinlich, weil ich an diesen. Ein neuer Versuch. Hier drin ist der Fungus auf.
Gut, also, das war schon mal ein guter Start. Was steht denn der da so? Hä? Wie kommen wir einfach hier hoch? Wie denn das? Gut, wieso nicht gleich so? Wo schießt noch jemand rum? Achso, ich dachte, der wäre tot. Super, also anscheinend nicht. Wieso ist der nicht tot? So, jetzt hat er war. Hey, ich dachte, der wäre tot. Oder kaputt. Dann geht's ins Motel. Entschuldigt mich. Das ist mal richtig widerlich. Gut, da ist nichts drin. Okay, alle Radien an. Radien? Radios? Radio? Das waren alle drei, oder? Ja, alle zwei. Ja. Gut. Dann. Igitt. Ich gehe schnell raus. Hä? Habe ich den Schlüssel nicht genommen? Doch. Oh. Ja, natürlich. Das ist doch klar. Folge Artis Visionen. Erstmal Speicherpunkt. Und hier was zu lesen. So, Moment. So. Es wurde eine Eingreiftruppe. Oh, come on. Entschuldigung, irgendwie so ein Bäuerchen in meiner Lunge.
Warte, es wurde eine Eingreiftruppe zu einem möglichen auftretenden AWND Albany geschickt. Am Schauplatz trafen die Truppen auf Go 63 und nahmen ihn in Gewahrsam. Die Behörde hatte online zahlreiche Nachrichtenforen entdeckt, in denen von lauten Geräuschen aus dem Versandlager der Corporation die Rede war. Die örtlichen Gesetzhüter waren auf zahlreiche Leichen mit verschiedenen Verstümmelungsgraden in der Nähe gestoßen. In Kombination mit den Geräuschen wurde dies als Beweis für einen Werwolf gesehen, da die Morde nur in den letzten drei Vollmondnächten gesehen wurden. Ah, was ist los? Agent im Außendienst begleitete eine Truppe Auszubildender Ranger zum Schauplatz. Der Einsatz sollte als Feldtraining dienen. Es war nicht sehr wahrscheinlich, dass es sich um ein echtes AWE handelt. Trotz dieser Einschätzungen trafen die Truppen auf ein höchst unberechenbares, gewandeltes Objekt, das sie erfolgreich sicherstellen konnten. Entschuldigung. So, dann wollen wir mal weitergehen. Wow. Sind wir wieder im Stein? Ja, ein Schwarzsteinbüro. Und jetzt? Ah, da hinten hin. Ah, jetzt aber. Okay. Haha, wahrscheinlich haben wir jetzt die Hälfte von euch Ohrwürmer. Tja, dann nehmen wir mal. Wow. Wo sind wir jetzt? Gesperrter Bereich. Oh, hi. Der sah eigentlich ganz normal aus. Ei. Junge, was ist denn hier los? Nach ihrer Ankunft brach die Truppe in das Lager ein und entdeckte Kisten voller nicht gelieferter Waren, die der vorherige Besitzer des Warenhauses zurückgelassen hatte. Während sie in den Geräuschen nachgingen, ließen entlang der Südseite des Gebäudes die Wand nach innen einstürzen. Holzkisten mit beschleunigter physischer aufgrund bla schlugen bla Agenten im Außendienst sowie zwei Auszubildende bewusstlos. Die anderen entkamen aus dem Warenhaus, bevor es völlig einstürzte. Im Geröll fanden sie Go 23, Go 63 eigentlich, im Zentrum des wo der Schutt anzog und wieder abließ. Hä? Sie hielten um den Gegenstand herum Wache, bis der Mond unterging und die gewandelten Eigenschaften aufhörten. Sie brachten den Gegenstand ohne weitere Zwischenfälle in die Behörde zurück. Todesfälle konnten vermieden werden.
Beim Einsturz des Warenhauses gab es keinen Augenzeugen, weshalb die Verbreitung alternativer Informationen durch die Kommunikationsabteilung nicht erforderlich war. So. Dann drücken wir mal das Knöpfli. Mein Handy, Entschuldigung. Ah, jetzt kommt der Ding, ne? War ja klar, dass wir Besuch haben. Fertig jetzt. Das lief ziemlich gut. Nein, lecco mio, Maximus. Viel Spaß mit euren eigenen Idioten. Ich mach mal kurz hier. Ja, geil. Leck mich. Fick dich. Ah! Sowas nervt nur. Auf ein neues, weil es so viel Spaß macht. Oh. Entschuldigung, Fall daneben. Eieieiei. Genau. Genau, das, ja, das, ja. Mhm. Wow, das ist,
Kann ich einfach da rein? Ja. Doch, ich gehe jetzt einfach da rein. No comment. So, ein schönes nächstes Mal. Entschuldigung. Komm mal her. Ich brauche deine Hilfe. Die machen einen aber auch echt aggressiv, muss ich zugeben. Und das kommt immer mehr. Schön, schön, schön. Oh, hi. Oh, bitte. Meine Güte.
Wie oft sind wir jetzt geschossen? Zweimal, oder? Oder dreimal? Gut, auf jeden Fall. Ja, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.